Die nächste Mission. Bon Appetit. 1935 sind wir wieder. Ah, Tommy. Gut, dass du da bist. Ich hatte schon Angst, dich zu verpassen. Hey, Boss. Was ist los? Da ist etwas, auf das ich mich schon die ganze Woche freue. Ich gehe zum Lunch in Pepes Restaurant. Aber mein Leibwächter hat sich krank gemeldet. Und niemand ist da, der mich hinbringen könnte. Und ich gehe nicht gern allein zu solchen Anlässen. Du bringst mich hin, oder nicht? Natürlich, Boss. Bravo. Machen wir uns auf den Weg. Ich bin schon verdammt hungrig. Bist du bewaffnet, Tommy? Ja, bin ich, Boss. Glauben Sie, es ist nötig? Naja, wahrscheinlich nicht. Aber wir gehen besser auf Nummer sicher. Du weißt ja, wie das ist. Wir nehmen meinen Wagen. Wäre ja echt schade, wenn diesem Wagen irgendwas zustoßen würde, ne? Fahr Salieri zum Mittagessen in Pepes Restaurant in New Ark. Uiuiui. Das ist mein Schlitten, ey. Holala. Da zeigt jemand ein bisschen sein Reichtum zur Schau, wie es aussieht. Okay, da Tommy, oben in New Ark. Ich freue mich schon richtig darauf. Pepe ist ein echter Sizilianer und vor allem ein Spitzenkoch. Wenn ich was echt Sizilianisches will, gehe ich zu ihm. Und Käse hat er, unbeschreiblich. Luigi ist ein guter Koch, aber Pepe ist ein echter Maestro. Mhm, interessant. Einfach da vorne den Tunnel lang. Alles klar, weiß ich Bescheid. Ja, ich wollte gerade schon fragen, was ist eigentlich mit Luigi? Hast du nicht gemeint Spitzenkoch? Aber gut, okay. Es gibt wohl auch unter Köchen eine Hierarchie, ne? Ah, schöne Hupe, Boss. Also. Gut. Dann fahren wir Salieri mal zum Essen. Ich meine, hey, jeder muss sein eigenes Vergnügen haben. Und nun, während wir uns auf dem Weg rüber begeben zu New Ark, zu Pepes Restaurant, lieber Chef, und sie rein zufällig nicht irgendwo anders hin können und so ist zufällig vielleicht die ein oder andere Schramme im Auto passieren könnte, können wir doch endlich mal darüber reden, dass ich viel zu wenig Gehalt bekomme für die letzten Aufträge. Vor allem, weil immer alles schief läuft. Ich muss mir vorstellen, wie Tom jetzt langsam ausrasten müsste, ne? Immer ein einfacher Auftrag und alles geht in die Luft. Ich hab die Schnauze voll. Und immer werde ich von der Polizei angehalten wegen... Da drüben sieht's nach Ärger aus. Ja genau, wegen roten Ampeln und so ein Scheiß. Wir müssten, Boss, wir müssten auch mal wirklich drüber reden, die Schmiergelder zu überarbeiten. Ich habe keinen Bock mehr, wegen jedem möglichen Scheiß aufgehalten zu werden, wenn wir schon immer mehr Monopole besitzen. Nur, nicht, dass ich mich beschweren will. Ich wollte nur mal meine Meinung gesagt haben und so. Gut. Boss, sind Sie noch da? Hören Sie bitte auf zu schlafen, wenn ich mit Ihnen diskutiere. Okay. Alles gut. Wir können weitermachen. So. Stell ich mal vor... Wie ist es jetzt eigentlich, wenn ich der Polizei hinten reinfahre? Gut, okay. Ey, man darf nicht vergessen, Salieri ist jetzt nicht so heftig bei der Polizeibestechung drin wie Morello. Also, das heißt, wenn er richtig dick Mist baut, könnte es ein bisschen schwieriger werden als bei Morello. Jetzt sind wir so gut wie da. Wunderbar. Einmal rüber. Kleine Abkürzung. Dann. Nur einmal links und dann wären wir schon da. Dann bringen wir Salieri mal zu seiner heißgeliebten Pasta. Oder Pizza? Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube doch. Also zumindest, es geht um sizilianische Küche. Ich bin gerade überlegen, ob ich jemals sizilianisch gegessen habe. Also eine Pizza sehen wir schon mal auf dem Bild. Endlich. Ich habe einen Bärenhunger. Hallo, Don Salieri. Willkommen.
Pepe, du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich mich auf deine Spezialitäten freue. Fantastisches Essen, Pepe. Ich habe schon lange nicht mehr so gut gegessen. Mille grazie, Don. Lob von einem Gourmet wie Ihnen erfüllt mich stets mit Freude. Oh, bitte. Ich bin kein Gourmet. Wenn du wüsstest, was ich gestern zu Mittag hatte, würdest du das bestimmt nicht sagen. Kann ich Ihnen noch etwas bringen, Don? Ich habe einen exzellenten Chianti. Wirklich? Dann bring ihn her, Pepe. Sofort, Sir. Wie hat es dir geschmeckt, Tom? Es war großartig, Boss. Ich muss einmal mit Sarah hierher kommen. Oh ja, das solltest du wirklich tun, Tommy. Pass nur auf, dass du Sarah nicht beleidigst. Sie kocht schlechter als Pepe. Was zum Teufel ist los? Hey, Salieri! Das Mittagessen. Morello hat wohl nichts Besseres zu tun. Sie hätten mich den Wein probieren lassen können. Kommen Sie raus und wir bringen es hinter uns. Wirf ihm sein Geschenk rein, Joey. Am besten wir räuchern ihn aus. Für Sie zu arbeiten wird nicht langweilig, Boss. Was hast du gesagt? Meine Ohren pfeifen noch von der Explosion. Ja, Boss. Sieht so aus, als kämen wir hier nicht raus. Versuch, hinter Sie zu kommen, während ich Sie ein wenig unterhalte. Ja, Boss. Seien Sie vorsichtig. Ach, du Heiliger. Ja, hintenrum und so. Junge, schrei doch nicht so. Oh, ich glaube, den Erste-Hilfe-Kasten kann ich gleich mal benutzen. So, Sayeri kann hoffentlich ein bisschen auf sich selbst aufpassen, hat er gemeint, er beschäftigt sie erstmal. Aber ja, wie Tommy schon gesagt hat, für sie zu arbeiten wird echt nicht langweilig. So, dann flankieren wir die Leute mal. Schwer bewaffnet in den großen Scharen hier vom Restaurant auftauchen, ey. Ich sage, ich bin echt enttäuscht. Ach du liebe Zeit, mit wem fange ich eigentlich an? Ja, Gott verdammt! Jetzt. Autschi. Oh Gott, oh, da ist jemand hinter mir gewesen und ich wundere mich, wo der ganze Schaden herkommt. Gut, dann nochmal und zwar ein Gescheit. Einmal rüber, einmal durch, hinten raus. Wo war die Sau? Oh, da! Du warst schon die ganze Zeit hier? Nix da. Gib mir die Thompson, dann reden wir weiter. Ah, das mit dem Rückschuss muss ich noch üben. Machen wir es erstmal so. Hey, ich hab den... Oh mein Gott, nicht schon wieder. So. Aua. Stell dir mal vor, ihr werdet von einem Pumpgun getroffen und sagt einfach nur Aua. Ich weiß nicht, ob ihr eine Pussy seid oder hart aus Stahl. Das ist irgendwie eine Mischung aus beiden. Hart wie Stahl. So. Tommy aufgesammelt. Och. Da ist noch jemand. Oh nö. Salieri. Nicht in der Gegend rumliegen. Da hat sich echt jemand reingeschlichen? Wo zur Hölle kam der durch? Da hinten rein wahrscheinlich. Wahnsinn. Okay, alles klar. Ich wollte mir jetzt extra die Tür hinter mir zumachen noch. Hm? Na da. Nummer 1. Tommy mitnehmen. Jetzt habe ich viel weniger Reservemunition als letztes Mal. Na, kommt mal her. Nicht schon wieder. Zehn Lebenspunkte. YOLO. Ein Colt für alle Fälle. Puh. Alles klar. Nein, da war echt noch einer. Da oben? Och, nö. Da, an den erinnere ich mich überhaupt nicht. Super, dann nochmal.
Falsch rum. Ah, 43 Muni übrig, ist okay. Nix, okay. Schön langsames, zielsicheres Feuer. Und du da oben im Fenster, ich habe dich nicht vergessen. Oh nein, Saeri kriegt schon... Nein! Kam die hier durch oder wo kamen die? Ah! Okay, den Weg könnte man auch gehen, aber ich glaube, der Außenrum ist sowieso der beste. Ich kann mich nicht erinnern, so viele Probleme mit dieser Mission gehabt zu haben. Ist ja Wahnsinn. Das ist auch eine leichte Überzahl, die auch leicht besser bewaffnet ist, von Anfang an. Ah, 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 ah. Nix da. So. Ruhe ist. Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Meine Ohren klingeln immer noch. Ich muss schon sagen, du hast Mumm, Tommy. Du hast meinen Arsch gerettet. Sie waren auch nicht so schlecht, Boss. Teufel, das war verrückt. Gott sei Dank hat sich Pepe versteckt. Armer Kerl, ich muss ihm etwas Geld schicken für die Reparaturen. Sollten wir. Boss. Ich frage mich, woher Sie wussten, wo wir waren. Glauben Sie, die sind uns gefolgt? Ich glaube nicht, Tommy. Ich glaube, ich weiß, wer mich verraten hat. Wer? Carlo, mein Leibwächter. Dieser verdammte Hurensohn. Er ist der Einzige, der wusste, wohin ich gehen würde. Und außerdem hat er sich für heute krank gemeldet. Er wusste genau, was passieren würde. Das klingt ziemlich wahrscheinlich. Ja, das denke ich auch. Ich zerreiße ihn in der Luft wie ein Hund. Carlo wohnt in einem gemieteten Haus in Little Italy. Ein Stück von unserer Bar entfernt. Unten befindet sich eine Pizzeria. Fahren wir hin. Okay, alles klar. Auf zur Pizzeria. Und übrigens, ja, sollten die Lebenspunkte ein bisschen anders sein. Ja, fahrt zu Carlos Haus nahe West XY erledigen. Ja, passt schon. Fahren wir schon mal los. Ich musste jetzt nochmal die ganzen Zwischensequenzen nachaufnehmen. Ich habe jetzt gerade eben, als ich hiermit fertig war, bemerkt, dass ich die Tonspuren falsch aufgenommen habe. Ich werde es irgendwie nachbearbeiten und das meiste ordentlich wieder machen. Das allergrößte Problem wird aber sein, das Gameplay ist ein bisschen zu leise jetzt. Aber das ist eigentlich okay. Zwischensequenzen kriege ich soweit hin und nur das Gameplay wird ein bisschen leiser sein als gewohnt. Ab hier ist es wieder in Ordnung. Gewohnte Lautstärke und so. Also, Little Italy wollen wir. Das bedeutet, da vorne dann die Brücke rüber und dann, ja, den gewohnten Weg. Sollte kein großes Problem sein. Mal gucken, ob ich das aus dem Kopf hinbekomme. So, Boss, dann mal auf zum Leibwächter. Denn, ja, zum Glück hat Pepe ja einen kugelsicheren Tisch bei sich zu Hause. Das hat Saeri das Leben gerettet. Das heißt, was ich zu Hause, was ich im Restaurant. So, andersrum. So. Professionell, sage ich das. Bin ich noch richtig? Ich möchte jetzt mal nicht auf die Karte gucken. Ich habe aber ein sehr schlechtes Gefühl irgendwie. Wir werden sehen. Auf jeden Fall geht es darüber ja nach Little Italy, ne? Das heißt, ich muss jetzt... Ah, ich habe den Weg zur Brücke rüber verpasst, ne? Ja, genau. Ich sollte da einmal außen rum. Aber passt schon. Dann fahre ich einmal so. Dass ich jetzt zur Brücke komme. Sollte jetzt auch nicht das Ding sein. Aber ja, grundsätzlich... Komme ich auch da hoch? Hallöchen. Aus dem Weg, aus dem Weg. Ich transportiere den Don. Mip, 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 mip. Da, so stelle ich mir das vor, Leute. So stelle ich mir das vor. So nicht, aber gut. Passt schon. Ja, ab jetzt sollte auf jeden Fall mit der Lautstärke alles, weil ich mache bei Mafia mehr Nachbearbeitung, als ihr glaubt. Also ich bin ständig dabei, die Lautstärke nachzuregulieren und ich habe jetzt vergessen, auf zwei unterschiedliche Tonspuren aufzunehmen. Das war jetzt alles in einer Tonspur, was bedeutet, ihr hört
mich hier und da einfach mal was trinken oder sonst irgendwas während der Zwischensequenzen, weil ich noch alles rausschneide. Und ich kann jetzt nicht das Spiel separat lauter machen. Weil die Zwischensequenzen bleiben normal Lautstärke und das Gameplay mache ich doppelt so laut, weil das leise ist im Verhältnis. Und ich bin da immer am Rumschneiden nach, nein. Und das kann ich jetzt schwierig machen. Müsste ich jetzt quasi die Zwischensequenzen nochmal extra aufnehmen und werde jetzt dazu schneiden an den passenden Stellen. Habe ich ein bisschen Bearbeitungszeit nachher, aber was soll's. Ist ja in Ordnung. Für Mafia ist es mir wert, ein bisschen mehr Zeit reinzustecken. Ich habe jetzt sogar überlegt, ob ich die letzten zwei Missionen nochmal aufnehme einfach. Und habe es überlegt, aber ganz ehrlich, das Gameplay war jetzt nicht so... Also dafür, dass das Einzige, was passiert ist, dass das Gameplay jetzt ein bisschen leiser ist als sonst wie gewohnt. Und es ist gar nicht so schlimm. Die Zwischensequenzen sind in Ordnung und die Gespräche kriegt man auch so weit mit, wie ich mitbekommen habe. Das passt eigentlich. Gut, dann mal auf zu Carlo. Übrigens, den muss ich jetzt einfach bringen. Wie nennt man Spanier ohne Auto? Carlos. super einfach. Aber gut. Dann kommen wir mal, schauen wir mal, ob er auch ein Auto hat. So, dann sind wir jetzt so gut wie in Italien und dann nach links. Dann können wir uns mal nach dem Kompass orientieren. Upsi. Straßen sind was für Amateure. Vielen Dank für das Kompliment. So, nehmen wir den schnellsten Weg wie möglich, weil Salieri ist wütend. Und einen wütenden Boss sollte man nicht warten lassen. Übrigens ist ziemlich interessant, daran erinnere ich mich gar nicht mehr, wie Tommy jetzt ja hier vorhin mit dem Polizisten im Interview nochmal das Ganze, die Hierarchie angesprochen hat. Auch unter anderem dem Boss der Bosse. Man weiß jetzt nicht, wer hier der Bosse ist. Also Salieri ist ja wahrscheinlich nur ein Bandenboss und nicht der Bosse, der Oberste. Aber Tommy hat es angesprochen, dass es ja noch einen gibt, der über alles wacht und oben drüber. Und ich frage mich, gute Frage, wer das ist, weil der muss ja quasi dulden aktuell, dass Morello und Salieri sich die Köpfe einschlagen hier. Es sei denn, das wird noch angesprochen und ich erinnere mich auch daran nicht. Da bin ich mal gespannt, weil ich könnte mich an sich nicht mehr wirklich dran erinnern. Aber gut, Carlos, wir sind hier. Oh ne, Moment, Carlo. Jetzt wegen dem blöden Witz sage ich die ganze Zeit Carlos. Carlo. Oder? Also ja, okay, fahr zu Carlos Haus. Ja, okay, also das ist halt einfach das Besitz-S, ne? Aber passt schon. Hallöchen. Ja. Bon Appetit, mein Freund. Hallo, Putzfrau. Na, die sagt halt, boah, aber wie das hier, was für ein Nebel die macht, ey. Die ist ja eine laufende Rauchgranate. Carlo, mein alter Freund. Jetzt bist du dran. Also los, Tom. Tritt die Tür ein, geh da rein und bring den Bastard um. Aha, da ist jemand durchs Fenster abgehauen. Er nimmt die Feuertreppe, Tommy. Schnapp ihn. Wo ist er hin? Gute Frage, ich habe nicht mehr gesehen. Ah, hi. Ach du Scheiße. Sei still, sonst bist du auch dran. Alles klar. Oh. Mach ihn fertig, Tom. Was zur Hölle? Sei kein Idiot. Erschieß das Schwein. Er ist doch schon tot. In seiner Unterhose. Gestorben wie ein Mann. Nicht lang auf. Der hat's verdient. Toter wird er nicht mehr. Wissen Sie was, Boss? Was? Das ist das erste Mal, dass ich jemanden in seinen Unterhosen umgelegt habe. Ah, schon gut. War für mich auch das erste Mal. Es gibt für alles ein erstes Mal. Na, wen haben wir denn da? Wie geht's denn, Sergio? Hältst du dich immer noch aus allem raus? Ich sehe, du hast einen neuen Sandsack. Nun, der Gentleman hier glaubt, dass die Finanzen unserer Gewerkschaft nicht fair sind und will streiken. Ich habe immer gesagt, dass ein Streik eine schlimme Sache ist. Es sei denn, er wird von meinem werten Bruder organisiert und hat ein höheres Ziel. Damit kommen Sie nicht davon. Die Jungs werden es Ihnen zeigen. Ich glaube, du überschätzt Ihren Mut.
miese Kakerlake. Leider bin ich nicht zum Diskutieren gekommen. Wir würden Sie gerne mit einigen unserer Vorstellungen über Gewerkschaften in unserem freien Land bekannt machen. Macht weiter, Jungs. Womit haben wir diese Ehre verdient? Salieri lebt. Was? Wie hat er überlebt? Leider können wir das niemanden mehr fragen. Unsere Männer sind tot, die Restaurantgäste sind tot. Genau wie diese Ratte, Carlo. Könntest du bitte die Klappe halten? Wir versuchen hier zu reden. So redet man nicht mit Mr. Morello. Oh, Teufel. Ich hätte es selbst machen sollen. Wie konnte der alte Bastard so viele unserer Jungs umnieten? Er ist genauso alt wie ich, also unterschätze ihn nicht. Davon abgesehen, war er vielleicht nicht allein dort. Ich denke, sie überlegen, wie sie uns loswerden können. Und was sollen wir tun? Wir müssen uns etwas ausdenken. Passt in der Zwischenzeit gut auf eure Ärscher auf. Die hetzen jetzt sicherlich ihre besten Leute auf uns. Heißt das Krieg um jeden Preis? Es ist schon seit einiger Zeit Krieg. Jetzt umso mehr. Pass auf dich auf, Bruder. Boss, sieht so aus, als hätte er genug. Was sollen wir mit ihm tun? Keine Ahnung. Macht ihn fertig und werft ihn ins Meer. Ja, da haben wir jetzt mal die Sicht von Morello gesehen, wie sie sich drüber unterhalten haben. Über das ganze Attentat. Aber gut, wie Sayeri schon so schön gesagt hat, es gibt immer ein erstes Mal auch, wenn es darum geht, jemanden in seinen Unterhosen umzulegen. Hört sich gut an, nicht wahr? Lustigerweise, der letzte V16 Roadster, wo jetzt, haben wir jetzt echt Sayeris Auto bekommen? Das müsste ja sein, ne? Ja klar, natürlich. Zum Dank hat Sayeri gleich mal sein Auto da gelassen, ne? Passt schon. Ich meine, wäre okay, wenn es jetzt heißt, du weißt jetzt, wie man knackt, aber der sitzt in der Werkstatt mit drin, ne? Alles klar, gut, dann bedanke ich mich hier wieder fürs Zusehen und wir sehen uns bei der nächsten Mission.